Der Bautag der Wirtschaftskammer Oberösterreich versprüht vor allem eines, ganz viel Optimismus. Man spricht hier nicht von der Krise, sondern vielmehr von neuen Herausforderungen, die man lösungsorientiert meistern wird. Der Baubranche geht es aktuell nicht so schlecht, wie man sie vielleicht glauben machen könnte. Corona ist vorbei, keine Frage. Wir haben jetzt sozusagen Business as usual, es geht normal weiter. Wir haben Herausforderungen, keine Frage. Sozialer Wohnbau, ganz ein wichtiges Thema, aber auch die Kreditvergaberichtlinien müssen wir aufbrechen. Und wir dürfen nicht ständig neue Steuern durch die Hintertür bekommen, CO2-Bepreisung, Nova und so weiter. Es ist die ureigentlichste Aufgabe in jedem Geschäftsführer oder Wirtschaftstreibende, hier Lösungen zu finden und Herausforderungen, an denen wächst man. Ich bin ein positiver Mensch, es wird Veränderungen geben, aber wir schaffen das. Überhaupt kein Thema. Sehr erfreulich ist, jeder fünfte Job liegt in den Händen der Baubranche, so Oberösterreichs Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer. War früher am Bau noch wirklich ganz starke körperliche Arbeit ja im Vordergrund, hat sich das auch hin in Richtung Einsatz eben von Digitalisierung, von Technologie verändert. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die jungen Leute auch immer wieder auf dieser Reise mitzunehmen. Was macht denn der Beruf Maurer, was macht der Beruf Hochbautechniker heute eigentlich aus? Die Jugend interessiert sich für die Bautechnik, ja. Und das Interessante ist, dass sich vor allem die Damen auch interessieren, ja. Wir haben mittlerweile in den Bautechnikklassen selbst, wir haben ja verschiedene Ausbildungszweige, haben wir 30-40% Mädchen. Das ist rekordverdächtig für den HTL-Bereich, ja. Bei uns ist es so, dass wir als Ziviltechniker schon Zulauf haben. Es wird kontinuierlich immer ein bisschen mehr, nicht ganz so rasant. Aber das macht nichts, wenn man gesund wächst und langsam wächst. Also wir rekrutieren unsere Lehrlinge selber. Wir machen Lehrlingsveranstaltungen. Wir haben jetzt auch gerade einen Preis gewonnen von der Wirtschaftskammer, diesen INEO. Auf den sind wir recht stolz und den tragen wir nach außen in die sozialen Medien und da schauen wir, dass wir Junge gewinnen können. Und diese sozialen Medien gewinnen auch in der Baubranche immer mehr an Bedeutung. Es ist ein ganz wichtiges Thema, wo auch die Landesinnung jetzt sehr aktiv drauf ist mit den Kanälen, wo die Jugend sich aufhält, dass man die dort abholt. Und diese Jugend, also the next generation, will und muss heute in der Arbeitswelt anders geführt werden, sagt der für seine Arbeit als Innovator der Gesellschaft mehrfach ausgezeichnete Keynote-Speaker Ali Maloti. Wurscht, ob der Betrieb 3 Leute hat oder 300 hat, die reden mit den Lehrlingen. Die wollen von denen verstehen, erklär mal die Plattformen, auf denen du unterwegs bist. Das heißt, was die machen ist, Augenhöhe schaffen, Respekt. Und die Führungskräfte gehen wieder in die Rolle einer neugierigen Person. Die werden quasi wieder zum Schüler und die machen die Jugendlichen zu einer Art Lehrer oder Lehrerin. Und das sind Betriebe, die sehr gut auf diese Welt vorbereitet sind. Der Bautag der Wirtschaftskammer Oberösterreich 2023. Hier steckt man den Kopf nicht in den Sand, sondern richtet den Blick nach vorne.